Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/6132. Es liegen mir keine Änderungswünsche mehr vor. Deshalb kann ich über die Beschlussempfehlung so abstimmen lassen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle im Haus. So, damit ist auch diese Beschlussempfehlung, sind auch diese Beschlussempfehlungen einstimmig beschlossen worden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 46, Beschlussempfehlung und Bericht. Können wir es wieder so handhaben, dass ich die Kurzform wähle? Ich sehe Zustimmung. Wunderbar. Dann den Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6134 zu 19/6072. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6135 zu 19/6098. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 48, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6140 zu 19/6092. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 49, Kollege Rudolph. Auf besonderen Wunsch der Kollegen im Wirtschaftsausschuss bitten wir, über die Buchstaben A und B getrennt abzustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Das haben wir auch schon so vermerkt. Ich lasse dann über die Beschlussempfehlung Bericht, Drucksache 19/6142 zu 19/6077 erst über den Punkt A abstimmen. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Und Frau Kollegin Öztürk? Eine Zustimmung. Gut. Dann ist dieser Punkt A mit Mehrheit beschlossen worden. Dann lasse ich abstimmen über Punkt B. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist dieser Punkt B mit Mehrheit beschlossen worden und die Beschlussempfehlung damit im Ganzen angenommen. Vielen Dank. Ich lasse Abstimmung. A und B getrennt abgestimmt haben. Auch das hatten wir uns schon gedacht, Herr Kollege Rudolph. Ich lasse dann bei der Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6143 zu 19/6099 über den Punkt A abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist dieser Punkt A mehrheitlich angenommen. Dann lasse ich über B abstimmen. Wer stimmt ihm zu? CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist auch Punkt A, B mehrheitlich angenommen worden und die Beschlussempfehlung in Gänze. Danke. Dann rufe ich auf Top 51, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6144 zu 19/6108. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Oh, es ist nichts mehr zum Abstimmen da. Oh. Ja, aber ich kann Sie noch etwas informieren über den Parlamentarischen Abend der Technischen Universität Darmstadt, der nun im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Und, meine Damen und Herren, des Wirtschafts-, Energie-, und Verkehrs- und Landesentwicklungsausschusses, Sie kommen jetzt zusammen im Sitzungsraum 204. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend und schließe für heute die Sitzung. Vielen Dank. Tschüss.